Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 202. Wie immer mit dabei, der Jens. Salut Jens. Hi Kurz. Ja, wir fangen gerade an mit der Rückkopplung zu der Meta-Arena Nummer 201. Und da schreibt der Moritz: Ich verstehe, dass die Polizisten bei den Linken gestanden sind und nicht bei den Schwurbler. Ich meine, wer will schon auf den Platz am Neumarkt, wenn es nur rechte Schwurbler dort hat? Gute Frage. Der Gokenji antwortet, und man muss aufpassen, wo man steht, sonst gilt man gleich als Ideologe derselben Sache, auch wenn man nur aus eigener Sicht berechtigte Teilkritik hat. Ja, auch das. Ich glaube, er hat es schon mal in einer Meta-Arena aufgedröselt, wenn ich das sehe, mit Applaus von der falschen Seite zum Beispiel. Also wenn halt eine Volksabstimmung ist, es geht um Initiativen, wo inhaltlich totaler Kack ist. Das findet Schwurbler aber auch totaler Kack. Dann kann man die trotzdem totalen Kack finden, auch wenn man sich nicht mit den Schwurbler solidarisiert. Wenn allerdings ein Kenny Jebsen als Gastredner angekündigt wird, dann kann man seine Kritik anders mitteilen, wie mit so einem hohen Fascho auf den gleichen Platz zu stehen. Finde ich. Da gibt es durchaus andere Wege. Ja. Aber auf jeden Fall ein Danke fürs Feedback. Wir haben den Lord Dodo, der schreibt: Ich weiss, bei welchem Film Herr Ferris Bühler seine Eltern damals sich kennengelernt haben. Falls es mal eine Klassenkampfarena gibt, wollte ich wieder mit der Arena dabei sein und dann kaufe ich mir extra vorher noch Popcorn. Also das wäre dann quasi... Jetzt ist Popcorn-Zeit. Es ist Popcorn-Zeit gekommen. Jetzt ist Popcorn-Time, Motherfuckers. Da könnt ihr jetzt Popcorn-Hoodies und Popcorn-Shirts bestellen, Popcorn-Time. Und wenn ihr echte Hardcore-Fuckers sind, eben Popcorn-Time, Motherfuckers. Der Kopfhauer. Dodo in einem Stricker Popcorn-Hoodie. Das ist offenkundig Unfug. Er hat mir WhatsApp noch geschrieben. Das schöne Nein-Nein-Nein-Meme, und es geht um einen SRF-Beitrag. Er schreibt dazu: Und eine von der ersten offensichtbaren Ansichten vom Albert Ölbert Rösti: Was? Zug besser machen? Nein, nein, nein! Wir brauchen mehr Autobahnen. Hat er meiner Meinung nach zwar auch nicht unrecht, dass die auch einen Ausbau brauchen, aber trotzdem. Wir hören uns den Bericht schnell an, 1,5 Minuten ungefähr. Für Vincent Ducrot ist klar: Heute wäre Bern-Olten gemacht und man müsste einfach Olten-Zürich verbessern. Da redet jetzt der SBB-Chef über den Zug. Dies sagt der SBB-Chef... Ah, das wird erwähnt. Excuse, ich sage nichts mehr. ...Ducrot am Wochenende in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Denn zwischen Bern und Olten können die Schnellzüge bis zu 200 Stundenkilometer schnell fahren. Zwischen Olten und Zürich müssen sie hingegen viel langsamer fahren, weil die Strecke älter und kurviger ist. Ducrot ist deshalb für einen weiteren Ausbau der Hauptachse. Ja, das braucht's. Wir müssen etwas schneller mit dem System sein. Wir müssen durch die Schweiz auch etwas schneller können fahren. Damit soll die Reisezeit zwischen Bern und Zürich sinken. Aber nicht allein dies. Ja, ist nicht nur notwendig für die Geschwindigkeit, ist auch notwendig für die Kapazität. Wenn wir alles Verkehr wollen bewältigen, künftig brauchen wir einfach Strecke. Und damit auch eine Neubaustrecke zwischen Olten und Zürich. Geprüft wird eine Variante mit einem 30 Kilometer langen Tunnel zwischen dem aargauischen Rupperswil und Zürich-Altstetten. Das tönt doch nach einem Megaplan. Ja, grundsätzlich schon. Wir müssen einfach zuerst mal noch, auch noch ein Rollmaterial für die Strecke irgendwie tatsächlich können bereitstellen, sonst ja, also, findet das nicht so ganz. Sie haben international nachgefragt, ob sie dort glauben, ob es etwas wird. Wir haben da die erste Wortmeldung. Wir haben die bisherigen Entscheidungen zur Kenntnis genommen und verfolgen die ja sehr lebhafte Debatte in der Schweiz sehr intensiv und hoffen, dass da was passiert. Ja, Olaf, mir auch. Also muss ich jetzt auch noch anfügen, ich kann schon fragen, wenn du willst, wenn es um Zeug geht und funktionieren diese Bahn ist, dann fragt man die Deutschen zur Abwechslung besser mal nicht. Mega nicht, ja, das ist nee. Schon klar. Ich kann einfach den Scholz wieder mal einblenden. Ah ja, legitim. Doch dieser Ausbauwunsch des SBB-Chefs deckt sich nicht mit den Plänen des neuen Verkehrsministers.
SVP-Bundesrat Albert Rösti will zwischen Bern und Zürich in die Straße investieren, nicht in die Schiene, wie er jüngst an einer Medienorientierung gesagt hat. Es macht keinen Sinn, die Bahnstrecke zwischen Bern und Zürich um 1-2 Minuten zu gewinnen, noch enorm zu verstärken. Hingegen bei der Autobahn, wo mir in Stausituationen und die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Zug eben nicht gegeben ist. Wir wollen da keine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Zug. Wir wollen ja möglichst viel auf den Zug. Und dann geht es nicht um 2 Minuten, sondern um mehr Leute. Und wenn man schon die Strassen aufbauen, dann kann man die New York Times noch zitieren. I think a little bit of both, to be honest. Wenn denn? Macht es Sinn? Der Bundes... Man hat halt auch beide Baustellen wortwörtlich einfach verhangen, respektive mit nur so viel dran gemacht in den letzten 20 oder 25 Jahren, wie eigentlich nötig sie wäre im Nachhinein. Aber ja, das kennen wir ja auch. Ja, logisch. Also das überrascht, glaube ich, niemand mehr, wenn man zum ersten Mal mit der Arena schaut. Wir sind schon ein Stiefli, bisschen, minim resignierter, aber ja, klar. Der Rat und der SBB-Chef haben eine unterschiedliche Vision für die Verbindung Bern-Zürich. Und mit dem Scheiß verlieren wir einfach wieder Jahre. Das ist das Problem. Wer dort ein Balthasar Lettli anstatt ein Albert Rösti, würde wenigstens in die richtige Richtung gehen. Immer noch langsam, aber wenigstens richtig, richtig. Jetzt sind wir langsam und dann noch in die falsche Richtung. Wow. Ja, aber wo bleiben dann da auch sonst irgendwie die Lobbyinteressen, wenn wir da tatsächlich die richtige Person würde bei so einer Funktion haben? Ja, schlimm wäre das. Ja. No. Doch das letzte Wort in der Sache hat das Parlament, denn es bestimmt, welche Verkehrsprojekte umgesetzt werden. Yeah, kann nur gut kommen. Es sind Wahlen im Herbst national, also wenn einem das Parlament nicht passt, dort gäbe es Möglichkeiten. Der Nanks 42 schreibt bei 47,26, der Dude hinter seiner linken Schulter, dunkler Pulli, ist das nicht der gleiche wie beim Teletop-Beitrag wegen der Demo da bei 41,00? Jemand, der noch genauer hinschaut als ich, wenn ich die scheiß Arena schaue. Entscheidet selber, wir haben da rechts den Dude vom Teletop-Beitrag an der Gegendemo von der Schwurbler. Und links haben wir den Dude hinter der Schulter vom Stöckli, der für ihn schielt. Oder yeah! Nicht. Yeah! Es könnte eben auch sein. Yeah, schon, ja. Es könnte auch mega sein, auch von dem Haar her und so. Und das ist ja gerade am Abend vorher. Also ist am Abend auch vor der Nasenrücken etc. Augenbrauen. Zwei Jahre. Freitagabend in der Arena, Sonntag Schwurbler auf den Sack hauen. Das ist doch eine gute Sache. Wir hätten da noch ein Plätzchen frei, so zum Mitmachen, Dude. Ah ja, also, voll. Patrick so. Heisst er, glaube ich, mit Vornamen. Das ist in der Buchbinde vom Top erwähnt. Ich finde, das ist der Kontrast schön. Du bist am Freitagabend mit dem Herr Ständerat in einer illustren Runde und trinkst nach der Sendung wahrscheinlich noch ein Bierli mit ihm. Und am Sonntag kommst du eine Buchbinde vom Teletop über, wurde von der Polizei verwiesen. Ja, fuck. Der Go Kenji schreibt, immer wenn es um Arbeit, Zeit und Lohn geht, muss ich an eine alte Arte-Doku denken. Da wurde aufgegriffen, dass seit der Industrialisierung immer das Versprechen von Zeitersparnis durch höhere Produktivität einherging und der Mensch so mehr Zeit für andere Dinge hat, zum Beispiel Soziales. Aber es scheint immer mehr so, als würde die ganze Automation lediglich Profite steigern, aber nicht die Lebensqualität. Da finde ich den Ansatz von Bill Gates für eine Robotersteuer interessant. Interessant, denn irgendwer muss ja in die sozialen Systeme einzahlen. Oder, Gott vergib, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Welche Version weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Link auf Signal, YouTube mag keine Links. So, hoffe, das wird jetzt nicht wieder von YouTube gelöscht. Also, weiter so. Ja, ich habe den Link via Signal gekriegt. Wir sehen da einen Beitrag aus der Handelszeitung. Er ist bereits aus dem Jahr 2017, wo der Herr Gates eine Robotersteuer fordert. Microsoft-Gründer Bill Gates plädiert für eine Robotersteuer. In einem Videointerview auf der US-Internetseite Quartz zieht er einen Vergleich mit einem Fabrikarbeiter, dessen Lohn werde besteuert. Wenn nun ein Roboter die gleiche Tätigkeit ausübt, wäre es doch naheliegend, ihn ähnlich zu besteuern. So Gates. Ja, ich habe mich nicht
allzu intensiv mit dem Thema Robotersteuer befasst. Ich glaube, da existiert sogar eine. Ich meinte mal etwas gelesen zu haben. Wüsste ich nicht. Ich weiss nur, wenn ich es so einfach als das erste Mal höre, ein bisschen Gedanken darüber gemacht, es ist doch ein Umweg. Also wenn du ganz klassische Fabrik hast, du hast Arbeiter dort drin. 10 Arbeiter produzieren 100 Stühle in einer Stunde. Und dann kannst du die 10 Arbeiter rausrühren, hast 10 Maschinen und die produzieren immer noch 100 Stühle in einer Stunde. Das heisst, du hast die Produktivität nicht gesteigert, aber du hast die 10 Löhne gespart. Das heisst, du hast mehr Gewinn. Jetzt ist es aber wahrscheinlich auch eher so, dass die 10 Arbeiter durch 10 Maschinen ersetzt werden und nachher 10'000 Stühle in der Stunde produziert werden oder whatever, ist ja gleich. Oder durch 7 Chinesen. Einfach, danke Jens. Jetzt ist die Frage, warum besteuert man denn? Und dann wird der Gewinn natürlich noch viel, viel mehr und die Löhne musst du auch nicht mehr zahlen. Und dann stellt sich mir die Frage, warum besteuerst du Roboter? Weil du musst irgendwie ein imaginäres Einkommen rausrechnen irgendwie. Besteuert einfach Gewinn. Ja, doch. Im Endeffekt simpler wahrscheinlich, wenn man den Zwischenschritt auslässt und sagt, Arbeit, egal ob von Robotern oder von Menschen, weniger besteuern, Kapital mehr besteuern. Ah, Klassenkampf. Das wäre aber meine Überlegung. Vielleicht gibt es auch gute Gründe, warum es über eine Robotersteuer besser ist. Vielleicht, weil man es besser kann zuordnen kann. Vielleicht auch nur als Zwischenschritt, keine Ahnung. Dann bedanken wir uns für die Spende beim Jan und bei der Sylvie. Und da sagen wir ja selbstverständlich Messi, dass sie mitmachen. Jetzt hätte ich mich fast verklickt und gesagt, da sagen wir selbstverständlich. Was haben sie sich da dabei gedacht? Ja, das fragen wir uns natürlich schon auch, aber vielen herzlichen Dank. Das heisst, einmal keine Baumfreunde für den Jens ausnahmsweise. Yes. Regio TV. Oh yeah. Irgendwo bestimmt. So. Tele 1 Nachrichten. Und wir schauen TVO aktuell. Man startet am Mittwoch, 10. Mai. Es geht hier um Kriminalität. Jens, der Beitrag. Kann man das so machen? Frage einfach mal offen. Wir schauen uns den an. Ich würde vielleicht immer mal wieder unterbrechen, vielleicht auch nicht. Letztes Mal habe ich gesagt, ich sage nichts und habe dann gleich unterbrochen. Darum lege ich mich jetzt noch nicht so fest. Aber kann man das so machen und bietet das einen Mehrwert? Tatort Buchs, Bahnhofsplatz. Letzten Mittwoch verletzten Asylbewerber aus Libyen 2 Männer. Einen Tag später, ein paar Kilometer weiter, bedrohten Asylsuchende aus Eritrea zu Badragaz Zugpassagier. Dabei hat er ein Messer in der Hand. TVO-Recherchen zeigen, der gleiche Mann ist schon vor ein paar Wochen in St. Gallen mit einer Metallstange auf Polizisten los. Konfrontiert mit diesen Vorfällen, heisst es vom kantonalen Migrationsamt, es sind Einzelschicksale und es sind Einzelpersonen, die hinter diesen Taten stecken. Wir stellen fest, dass wir im schwerkriminellen Bereich praktisch keine Berührungspunkte haben mit dem ganzen Asylwesen. Wie gesagt, es sind Einzelpersonen, die sich da Übergriffe erlauben. Das bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen. Schwere Delikte von Asylsuchenden passieren selten. Alle Hände voll zu tun hat die Polizei trotzdem, wie der Hans-Peter Krüsi sagt. Tagtäglich müssen die Polizisten mittlerweile ausrücken, weil Asylbewerber, vor allem aus Nordafrika, beim Klauen verwünscht werden. Wir treffen mit den Asylbewerbern aus dem Maghreb-Staat, wo wir zu tun haben, ein äußerst arrogantes, uneinsichtiges und rechthaberisches Verhalten uns gegenüber an. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein Problem für unsere Frontpolizistinnen und Frontpolizisten. Glaube ich sofort. Aber er sagt's. Mit denen, wo sie es zu tun haben. Mit allen anderen haben sie es halt nicht zu tun. Sie sind immer nur dort, wo es Probleme gibt, als Polizei. Das ist genau der Punkt.
Das heisst, bei ihnen wird das Vorurteil immer und immer wieder bestätigt, weil sie immer dort angerufen werden, wo das Vorurteil bestätigt wird. Das ja, weil der Großteil ja nichts darstellt. Und dementsprechend siehst du den Großteil nicht. Exakt. Und dann beim Stellen verwünscht, ich will es nicht rechtfertigen. Aber wir haben den Beitrag gesehen, wie es mit 1000 Franken eine sechsköpfige Familie ernähren muss, weil wir Bundesgesetze haben, wo sie bewusst wirtschaftlich schlechter stellen. Ist das clever, wenn man dem entgegenwirken? Ich glaube es nicht. Ja, es ist halt alles auch an einem gewissen Punkt oder bis zu einem gewissen Punkt System gemacht. Das ist dann einfach so. Das sind dann die Outcomings. Sie lachen uns aus, sie haben absolut keinen Respekt. Sie drohen uns auch. Und ja, das ist wirklich mühsam, wenn sie uns einfach ins Gesicht hineinlachen und absolut keinen Respekt haben für uns, obwohl sie da in dem Land Asyl haben. Zurück zu Buchs, da kommen täglich Dutzende Flüchtlinge via Ostgrenze ins Land. Das Thema beschäftigt und scheint heikel. Passanten, die TVO zum Thema interviewt, ziehen ihre Aussagen zurück. Bei verschiedenen Lädlern herrscht Frust. Ob Kleidergeschäft oder Restaurant, ich habe hier rund um den Bahnhof zu Buchs mit sicher einer Handvoll Gewerbler können reden. Sie alle sagen genau das Gleiche, nämlich, dass ganz viel geklaut wird bei ihnen und in den allermeisten Fällen sind es Asylbewerber, die dann am Schluss geschnappt werden. In Sachen Gewalt sagen sie einfach, dass sie am Abend den Bahnhof meiden und dass sie teilweise auch ihren Kindern sagen, sie sollen am Abend nicht an den Bahnhof, weil zum Teil auch von Asylbewerbern, so sagen es zumindest die Gewerbler, gegrapscht wird, pöbelt wird und auch ganz grundsätzlich eine aggressive Stimmung herrscht. Kann man das so machen? Also man hat es offensichtlich so gemacht. Ob man das so machen soll, ist eine völlig andere Frage. Es ist halt schon... Ja. Es dient einfach dem ganzen Populismus und so weiter und so fort. Ja, er hat da nicht ein Quote, das er können bringen. Er steht als Journalist selber an und verbreitet Hörensagen. Das kann der Stricker mit seinem Live-TV, mit seinem Livestream auch machen. Das ist... Ja, wie soll ich sagen, das... Ja, also ich fand das hier, das war richtig, das war kein Journalismus, das war ein Haufen Scheiße. Ich fand es nicht gut, ich muss es klar und deutlich so sagen. Aber ja. Am Tag zumindest scheint es da aber wie fast jedem Bahnhof von Aggression keine Spur. Dazu betont der Jürg Eberle vom Migrationsamt, dass beim Asylwesen im Kanton St. Gallen System greift. Jetzt haben sie vorher gross erzählt von ihrer Recherche, was sie gemacht haben. Ja, wieso gehen sie dann nicht mal am Abend vorbei mit der Kamera und fangen die aggressive Stimmung ein? Dann zeigen sie uns wenigstens. Und ich meine, dass es am Bahnhof aggressive Stimmungen gibt, das kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt ja da schließlich auch so... Es gibt unkontrollierte Partysituationen auf der Steinberggasse. Oh, Kollege, hör mal auf, wir haben in den späten 90er halb im Messerstecherei am Bahnhof Oberwinterthur gehabt. Also. Ah, die gute alte Zeit. Personen, die sich straffällig verhalten und vermehrt straffällig verhalten, die sich primär im kleinkriminellen Bereich das Ganze abspielt. Ich tue das nicht rechtfertigen in dem Sinn, aber es ist einfach furchtbar lästig. Und da rede ich primär von Ladendiebstahl und kleinsten Delikten in dem Sinn. Also zum Beispiel so Sachen wie... Ich zahle nicht einmal für irgendwie ein Busabo richtig Geld, das finde ich auch übertrieben. Da haben wir die Möglichkeit, um diese Leute noch einzugrenzen. Das heisst, dass der Radius, wo sie sich bewegen dürfen, eingeschränkt wird. Und von dem machen wir Gebrauch. Bewegt sich jemand gleich außerhalb von dem Radius, droht eine Haftstrafe. Genau gleich wie bei der Gewalttat beim Buchser Bahnhof von letzter Woche. Weil da aber noch vieles unklar ist, sucht die Polizei Zeugen, die Tat auf diesen roten Bänkchen mit angeschaut haben sollen. Ja, Jens, was nimmst du mit von diesem Beitrag? Der Typ, der den Beitrag gemacht hat, sollte zu den Augen arbeiten. Dort kann er genau sein Klientel bespielen. Ja. Nein, es ist jetzt halt doch eine sehr, sehr vereinfachte Form von den Zuständen, die halt schlicht und ergreifend offensichtlich dort herrschen. Aber ich sehe, ja, bitte, sorry. Da musst du keinen Witz drum machen. Die Sache ist halt einfach,
Art und Weise, wie darüber berichtet wird, und einfach gerade so, so richtig schön so, irgendwo ist noch zusammen so, oh, der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das, und dann hat er dort auch noch das gemacht, einfach so, ja. Schwierige Art und Weise, wie der Bericht war halt. Finde ich auch. So. Ja. Teile die Kritik, und mir fehlt, das ist systemische Kritik. Die Hinweise, wie kommen denn so Zustände überhaupt stand, dass man da immer von Einzelschicksal redet, ist ja richtig. Nur ja, aber dann müsstest du bereits eine halbe oder dreiviertelstündige Diskussionssendung machen auf dem Kanal, das Ganze aufdröseln, weil innerhalb von einem einfachen paar Minuten Bericht, man, klar kannst du das machen, aber... Ja, aber kannst du die Frage wenigstens stellen? Das ist vielleicht unpopulär. Ja, aber die Fragen, die er gestellt hat, sind ihm ja offenbar nicht beantwortet worden vor der Kamera. Ja. Tja, Clickbait im Bewegtbild. Schönes Thema. Gern. Sonntag, 14. Mai, es geht um den Muttertag. Aber auch da hat es noch einen Aufreger drin, weil es könnte jetzt auch ein älterer Tag sein. Oh nein. Halten Sie sich fest. Ich finde das schon noch Stellenwert, weil meistens sind es auch die Mütter, die die grosse Erziehungsarbeit und auch Betreuungsarbeit übernehmen. Ja. Und wenn ich jetzt nichts wird überkommen von meinen Kindern, obwohl sie noch ganz klein sind, dann wird es mir, glaube ich, doch auch so ein bisschen mögen. Also wenn es gar nicht beachtet werden, weil ich finde, man möchte doch viel als... Ich bin nicht hässig. Ich bin enttäuscht. Mutter. Aber so aus feministischer Perspektive finde ich Muttertag eigentlich eher noch etwas Schwieriges. Ich finde, es zementiert irgendwie so ein altes Bild von, aha, Mutter ist ja quasi die Person, die für Kind da ist und die das ganze Jahr aufpasst. Und jetzt zelebrieren wir einen Tag für die Mami irgendwie so das Festchen und geben dir noch ein paar Blumen. Die Rollenteilung von Mutter und Vater ist heutzutage nicht mehr die gleiche. Das bestätigt auch die Erziehungsberaterin Jeanette Losa. Sie ist selber Mutter von drei schon erwachsenen Kindern. Der Muttertag ist aber für sie persönlich keine Herzensangelegenheit. Ich finde, es ist schön, wenn man das macht, und ich habe auch nichts dagegen, wenn man das in dem Sinne so ein bisschen feiern tut. Aber ich habe jetzt nicht so das Problem oder keine Erwartung auch an diesen Tag persönlich. Trotzdem ist es wichtig, dass man die Aufgaben der Eltern würdigt. Aber dann soll auch den Vätern mehr Dank entgegenkommen. Darum wäre die Idee von einem Elterntag ideal. Weil wenn man schaut, dort heute, wie sie sich engagieren, dann finde ich, haben sie genauso einen Platz verdient. Und ich denke, es wäre, wie gesagt, schön, wenn man es könnte miteinander feiern. Ich würde es eben nicht einmal separat feiern, sondern ich würde es wirklich miteinander feiern, weil es ist eine gemeinsame Aufgabe, Kinder ins Leben raus begleiten. Und von dem her denke ich... Dann machen das doch, aber ohne den ganzen Scheiß Kommerz hinten dran. Danke, Jens. Ich hätte das wahrscheinlich noch wahnsinnig lang ausgeschmückt, aber wäre zum gleichen Schluss gekommen, ja? Es ist wirklich gut, wenn man das würde so zusammenfassend nehmen. Und dann wäre es auch nicht so ein Aufwand, dann für Kind zweimal im Jahr daran zu denken. Statt einen separaten Muttertag und einem Vatertag, der meistens untergeht, einen gemeinsamen Elterntag. Auf St. Galler Strasse stößt diese Idee auf offene Ohren. Finde ich sicher eine gute Sache. Weil der Papa ist auch eine grosse Rolle, es ist ja nicht nur die Mami. Darum kann man auch dem Vater, ja, Danke sagen und vielleicht auch ihm irgendein Präsent oder so mal überreichen. In der Schule, also die Kinder immer etwas basteln, und zum Vatertag ist ja das immer noch ein bisschen weniger der Fall. Und dann wäre es vielleicht wie eben dann so einheitlich. Würde ich auch schön finden, ja. Nur die Frage ist, wer tut denn an diesem Tag den Kind schauen, wenn Mami und Papi verwöhnt werden, gell? Ja. Heute schauen wir mal noch die Väter. Danke für den Blick, Jens. Und die Mamis geniessen ihren Ehrentag. Diskussion über einen gemeinsamen Elterntag wird aber in Zukunft sicher noch weiter beschäftigen. Ja gut, also dann etablieren wir einfach, dass wir aber noch einen Tag nehmen und nicht zwei, wo wir dann einfach die geballte Ladung Kommerz reinschmeissen. Da hätte auch die Werbebranche Freude, dass sie sich etwas Neues ausdenken können. Und dann wird einfach so eins und Pseudo, es ist nicht mal ein Viertag, einfach irgend so ein bedeutungsloser Kommerztag, umgeschrieben auf einen anderen. Und dann haben alle zusammen eigentlich Geld gespart. Nein, Apple, das ist eine blöde Idee, stimmt. Wir haben zwei Tage mehr Umsatz. Es gibt dann immer noch einen Mutter- und einen Vatertag. Es gibt einfach noch zusätzlich einen Elterntag. Das. Aber können sich das die Leute in der heutigen Konjunktur dann auch leisten? Nein, die Leute können sich schon lange nicht mehr leisten. Nein, komm, Muttertag, Vatertag. Das ist einfach auch die Frage halt,
wie wird sie in der Gesellschaft tatsächlich gefeiert, ob sie überhaupt gefeiert wird und so weiter und so fort. Ja, und wie wird sie die Familie gehandhabt? Ja. Das ist eine fundamentale familiäre Angelegenheit. Also, ja, schau dir aber die Situation an, ein bisschen weiter nördlich oben bei unseren Kollegen in Deutschland, wie dort der Vatertag gefeiert wird. Ab dem Morgen um 9 Uhr sind die ersten paar hundert Schaftarmer stramm mit dem Bollerwagen, gefüllt mit Bier, irgendwo in Richtung aus dem Feld und den ganzen Tag wird gelötet und Spass. Moment, ich glaube, Tele Zürich hat so einen Vatertag einmal besucht. Yeah. Sind wir mal schon so voll wie jetzt? So voll wie jetzt nicht, nein, genau. Ah nein, ist nicht der Vatertag, aber inhaltlich kommt es, glaube ich, an. Ja. Ist ja, voll. Kante Unterlippen. Ja, voll. Aber, also voll. Was mich jetzt natürlich noch wundern nimmt, wie feiert denn der Jens Muttertag, wenn überhaupt? Meine Supermami hat irgendwann mal vor Ewigkeit gefunden, ey, weißt du, Muttertag, ich bin so oder so jeden Tag Mutter. Also, lassen wir es doch einfach sein. Solche Sachen sind bei mir in der Familie grundsätzlich sehr dogmatisch gehandhabt. Ja, werden sehr dogmatisch gehandhabt. Ich kann noch. Älter so. Ja, es war bei uns einfach nie wirklich so das Thema gewesen. Es ist nicht so der Viertig, wo man jetzt... Eben, das ist halt der Punkt. Ich würde sagen, Kollege, es ist kein Viertig. Ja. Das ist absolut kein Viertig, Mann. Das ist einfach der kleine verschupfte Bruder. Der kleine verschupfte Bruder von dem, was Coca-Cola aus Weihnachten gemacht hat. Also, sorry. Ja, aber eben, aber Weihnachten ist natürlich ein Fest gewesen bei uns zuhause. Ja. Und wir sind ich spiele auf der ganzen Zeit rundum noch. Einfach wirklich Marketing für alle von uns. Wir sind am 1. Mai nicht Stein rühren. Das hat es nicht gegeben. FDP-Haushalt natürlich, aber... Kollege, komm langsam das Alter, wo ich am 1. Mai eher noch Nierenstein werfe als Bachstein. Ah... Dann, wenn wir es da dabei belassen, dann kommen wir zu der Arena. Oh yeah. Bitte, dann schaue ich halt meine eigene Arena. Mit Blackjack und Nutten. Mit Kurz und Jens. Ja, wir sind bei der Arena vom 12. Mai 2023. Thema, schwierig. Eigentlich eine Asylarena, aber eigentlich eine Migrationsarena. Er ist sich nicht ganz so sicher. Gibt es vielleicht irgendjemanden in der Runde, der irgendwie das Einweg sind, der permanent vermischt und so? Ja, und dann der andere noch den Vorwurf macht, dass sie jetzt gerade das würden vermischen. Das ist dann noch die Höhe. Ich kann einfach alles weglassen. Wir schauen noch kleine Ausschnitte. Aber auf jetzt mal Intro und Gäste. Mir ist jetzt aufgefallen, dass sie als Schlagwort Migration haben. Im Intro. Migration pro Contra. Das machen wir nächste Woche. Schwerkraft pro Contra. Schwerkraft. Völlig überwertet, Mann. Total. Heute in der Arena. Jon Pult, Vizepräsident SP. Er sagt, die Schweiz muss in Zusammenarbeit mit Europa Geflüchtete aus Krisengebieten aufnehmen. Wir können und müssen uns solidarischer zeigen. Martina Bircher, Nationalrätin SVP, sagt, es kommen zu viele und die falschen Ausländer in die Schweiz. Darunter leidet die Schweizer Bevölkerung. Wo leidet sie? Die Schweizer Bevölkerung leidet. Wir haben zu wenig Leute auf dem Arbeitsmarkt. Leidet immer wegen zu wenig Zuwanderung. Nicht wegen zu viel. Dieses Asylchaos müssen wir endlich stoppen. Sanja Ameti, Co-Präsidentin Operation Libero, sagt, wir müssen die heutige Einbürgerungspraxis reformieren. Die Schweiz macht es den Leuten so schwer wie möglich, sich zu integrieren. Das darf nicht sein. Benedikt Würth, Ständerat Die Mitte, sagt, nur wer sich hier integriert, soll sich auch einbürgern lassen können. Dass der Schweizer Pass an klare Bedingungen geknüpft ist, hat sich bewährt. Außerdem im Studio Janine Glarner, Frau Gemeindeammann von Möhrigen-Wildeck und Daniel Winkler, reformierter Pfarrer in Rickisberg. Die Arena, moderiert von Mario Großmittler.
Ja, das verändert unseren Parteikounter wie folgt. Wir haben jemanden von der SVP plus 1 macht 229. Wir haben den Jörn Pult von der SP plus 1 macht 215. Wir haben den Benny Würth von der Mitte plus 1 macht 67. Und wir haben die Frau Ameti, sie ist neben der Operation Libero auch noch bei der GLP plus 1 macht 76. Ja, wir schauen eigentlich nur drei Momente. Sternstunde Arena, wenn man so will. Wow. Wir haben da einerseits, der S-Status für alle ist Thematik. Frau Ameti gibt Antwort. Eine gewisse Person von einer gewissen Partei muss natürlich drei johlen. Die johlende Partei hat das Gefühl, sie hätte so eine Ahnung, weil sie gerade letztens irgendwo gewesen sei. Und dann kommt einfach eine Antwort, also, heb den Latz, Alte. Sie plädieren für einen S-Status für alle, oder? Wenn ich euch richtig verstehe. Ich plädiere für einen Status, wo die Leute, die sie jetzt im Bundesasylzentrum einsperrt, die ihnen nicht erlaubt, zu arbeiten und sich sozial zu integrieren, dass man denen einen Status gibt, ähnlich wie den Ukrainer, wo sie mal raus können. Und das stimmt, das ist eine Illusion, dass das alles rückkehrbare Menschen sind. Und es stimmt auch, dass auch der Status S einen Pferdefuß hat. Und zwar geht er auch davon aus, dass in einer Woche in der Ukraine wieder die Sonne scheint. Aber das ist nicht der Fall, weil das Ziel der Aggression in der Ukraine ist genau die Vernichtung von diesem Land. Sind Sie eigentlich schon mal im Bundesasylzentrum? Und ich bin gerade letztens in Chiasso gewesen. Ich habe mal in einem gelebt, Frau Bircher. Ich habe mal in einem gelebt. Das sind ordentliche, geführte Asylzentren, wo das Verfahren gemacht wird innerhalb von 2-3 Monate, wir haben ein beschleunigtes Asylverfahren und dann werden eben genau die Leute auf Kantone, respektive auf Gemeinden verteilt und wohnen in guten Sie Wohnungen. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Aber der Pferdefuß beim Status S ist der, dass man auch diesen Leuten keine Perspektive gibt. Ja, tja, die einen hat jetzt gesucht, die andere hat drin gewohnt, oder? Mit dieser Nonchalance, wie sie das so drehen, das geht mir so dermaßen auf den Sack. Mit der sind Sie eigentlich schon mal in so einem Asylse? Ich war gerade letzte Woche zu Chiasso. Wir sind noch ein bisschen shoppen, haben einen Kaffee genommen und dann das Bundesasylzentrum. Und das ist nicht explizit, nicht sexistisch gemeint. Das hätte ich bei einem Dude genauso gemacht. Wirklich, es geht mir um die Art und Weise, wie es vorgetragen worden ist. Wirklich nicht okay. Und wenn du dann halt mit der Realität konfrontiert wirst, ja, Sie, Frau SVP, ich habe mal in einem gelebt. Ich habe in einem gelebt. Ich will die Leute, die sich eine eigene Realität zusammengebastelt haben, mit der Realität konfrontieren. In dem, genau so, dass man sagt, bei ihr ist es sicher nicht angekommen, das ist klar. Aber vielleicht bei denen, die zuhören und sich überlegen, die zu wählen. Wenn es nur dort, wenn es nur bei wenigen, aber wenn es nur dort ankommt, hat es sich schon gelohnt. Ah. Magst du dich erinnern an den lustigen Regio-TV-Beitrag, wo die Deutschen uns vorgeworfen haben, wir dürfen die Asylbewerber einfach weiterschicken nach Deutschland? Ja. Weil wir halten uns ja nicht an Dublin. Jo. Das ist einfach eine feige Behauptung. Wer sich wirklich nicht an Dublin hält im Moment, ist jemand ganz anders. Wir schauen den Einspieler zum Thema Dublin. Wie läuft das konkret? Der Dublin-Raum. Dieser umfasst die Länder der EU sowie Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz. Reist eine asylsuchende Person in den Dublin-Raum ein, etwa in Italien, wird sie registriert. Mhm. Unter anderem mittels Fingerabdruck. Dann ist Italien in der Regel zuständig für die Behandlung des Asylgesuches, weil die Person dort in den Dublin-Raum eingereist ist. Falls das Asylgesuch der Person in der Folge abgelehnt wird, kann sie grundsätzlich im ganzen Dublin-Raum keine weiteren Asylgesuche mehr stellen. Verlässt die Person Italien, um etwa in der Schweiz ein Asylgesuch zu stellen, dann prüfen die Schweizer Behörden die Zuständigkeit für das Asylgesuch. Da die Person bereits in Italien registriert worden ist, kann die Schweiz Italien um eine Rückübernahme ersuchen. Solche Rückübernahmegesuche lehnt Italien seit einigen Monaten jedoch ab, weil bereits zu viele Flüchtlinge im Land seien. Ja, also fällt glaube ich auf, dass das System einfach eine Fehlkonstruktion ist.
Ja, aber total. Könnte man jetzt auf europäischer Ebene ja korrigieren. Wobei die Schweiz kann nicht wirklich mitreden, sie könnten einfach übernehmen, was sie ist, weil wir sind ja nicht EU-Mitglied, liebe SVP. Tja. Ja, nur, das nur am Rand. Sind Dublin-Mitglied, hocken dort am Tisch, aber nicht stimmberechtigt, wenn es mal recht ist. Nageln mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall hätten wir mehr Kompetenz als EU-Mitglieder, oder ganz eine andere Diskussion. Ich meine, nur man könnte es auf europäischer Ebene korrigieren, müsste man auch zeitnah machen. Aktuell ist es aber so wie beschrieben, und das heisst, Italien hält sich nicht an internationales Recht. Das heisst, die SVP ist jetzt schon viert darüber, dass man die Flüchtlinge nicht zurücknimmt. Ja, die SVP ist jetzt schon viert darüber, dass die anderen fast in Italien schauen, dass keine anderen Flüchtlinge mehr herkommen. Und das ist genau der entscheidende Punkt, und ich bin sehr, sehr froh, wird es in dieser Arena einmal deutlich gesagt. Wer in Italien bricht da ganz konkret das internationale Recht? Und das hören wir jetzt. Italien macht also nicht mehr mit, so wie es funktionieren sollte. Jon Pult, ist Dublin gescheitert? Also Dublin, ob es jetzt gescheitert ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, Dublin ist dringend reformierbar, weil es ist ein System, das eigentlich auf völlig unlogisch und auch ungerechte Grundlagen basiert. Das kann ja nicht sein, dass einfach die Staaten, die sozusagen das Pech haben, die Grenze entweder zum Mittelmeer oder die Grenze zu Konfliktgebieten, einfach die ganze Last müssten tragen. Das kann ja nicht sinnvoll sein für Europa. Und darum muss man Dublin unbedingt reformieren. Die Europäische Kommission und einige Staaten wollen das auch. Andere blockieren sich noch. Aber was ich politisch noch vielleicht noch interessant finde, jetzt tut Italien gegenüber der Schweiz schwierig. Und natürlich finde ich, man muss sich an die Regeln halten und Italien muss sich da bewegen. Aber wer in Italien macht denn das? Die aktuelle Regierung? Das ist jetzt sozusagen, wenn man das Parteiensystem über die Schweiz übertragen würde. Es ist die SVP-Regierung von Italien, die das jetzt gegenüber der Schweiz macht und sich nicht an die Regeln hält. Und eben in der gleichen Logik wie in der Schweiz immer noch Sündenbockpolitik macht und sozusagen immer noch sozusagen gegen die Menschen, die sozusagen auf der Flucht sind, versucht auch ein bisschen zu hetzen und damit eigentlich das politisch auch hochkommt. Frau Birke. Tja, zum guten Glück sind die Rechte zu doof, um sich international zu vereinigen. Hey, da läuft zu viel schon. Ich wollte mal noch kurz festhalten. Ich muss mal kurz müssen, googlen, weil mir der Name von ihr nicht mehr eingefallen ist. Enkelin von Benito Mussolini, die tatsächlich in Italien in der Politik tätig ist. Der Alessandra Mussolini. Die macht genau die Politik. Ja, Mussolini kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte, yeah. Wir haben bei uns auch so. Von wem bist jetzt du so Fan, Roger? Der Hitler. Ah, excuse, ja, fast. Ja, ja, klar. Aber. Direkter Abkömmling von dem Mussolini. Yeah. Wo dann nachher richtig bekannt. Schön publik Kopf überpräsentiert worden ist, nachdem er ihn von hinten erschossen hat, der verdammte hohe Scheißdrecks fast schon. Die ist in der Politik tätig in Italien. Und siehst du da die SVP in die gleichen Dinge rein, Schubladen rein? Es fehlt Verbindung zum Mussolini, aber das Gedankengut ist halt schon sehr nah beieinander. Das ist sicher, ja, also, ich hätte vorbehaltlos Ja gesagt. Ich habe nicht gedacht, ich frage mal. Ja. Ja, wenn wir gerade bei Faschoideen von der SVP sind, die SVP hat eine Lageridee. Natürlich haben sie eine Lagerideen. Irgendwie läuft bei den Nazis immer auf Lager raus. Das schmeckt so englisch, so im aktuellen Kontext. So. Aber was ich schön finde, sogar die Mitte findet es absurd. Und zum guten Glück. Zwar sehr, sehr deutlich darum, Gott sei Dank, auch in Anführungszeichen, weil die Mitte christlich und so, also sie sehen da wenigstens den christlichen Gott nur ein bisschen, wenn sie sagen, Folgendes zu der SVP-Lageridee. Aber was Frau Bircher vorher gesagt hat, muss man natürlich schon noch sagen und ein bisschen deutlich und deutsch machen. Was sie will, ist im Prinzip eine Kasernierung von Asylsuchenden im St. Galler Rheintal. Das will sie. Oder sie will, dass die Leute, wenn sie kommen an die Grenze, ja natürlich, das steht, ich habe den Vorstoß genau gelesen, jetzt müssen sie sich nicht rausschnurren. Es ist ganz klar, man will an der Grenze den ganzen Ablauf machen, Aufnahme, Verfahren und dann auch die Rückweisung. Oder? Und das ist natürlich eine unglaublich absurde Idee, weil das heisst im Prinzip, dass innerhalb von der Schweiz das eigentlich austarierte System, Bund, Kanton, Gemeinden, völlig ausgehebelt wird, dass die Lasten völlig einseitig verteilt werden auf Grenzkantone und dass man eigentlich die Fehler, die jetzt in Europa passieren,
quasi in der Schweiz auch will implementieren. Das ist ja völliger Stummsinn. Tja. Ein konservativer CVP-Ständerat mit so einem Votum, dann kann es doch noch gut kommen in diesem Land. Es kann, es kann. Ich meine, das hätte ein Dude von der Antifa nicht schöner können sagen. Und wenn sich ein Konservativer so äußert, dann ist er Antifa. Und das ist genau richtig, das müssen Demokraten sein. Sagt beim besten Willen, Antifa ist Bürgerpflicht. Richtig. Es kann in niemandem seinem Interesse sein, wenn er einfach wirklich ein bisschen vernünftig tickt. Oder minimal vernünftig tickt, dass er findet, irgendetwas, was mit Faschismus zu tun hat, was dort dranhängt, dass man auch findet, so, ja doch, mal, das ist meine Überzeugung, weil die anderen nehmen mir ja etwas weg, das geht ja nicht, was ist denn das für ein Zustand? So, nein! Hört nicht, Mann. Hört nicht, Mann. Alles, da muss man wirklich sagen, alles hat Grenzen. Grenzen. In dieser Beziehung. Ganz, ganz klar. Voll. Also so ein Zwischenmenschen schiesse ich gerade meinen Kollegen. Einfach, nee, irgendwo ist vorbei. Sehe ich absolut auch so. Die Sendung selber, muss ich aber leider sagen, müssen wir uns nicht mehr anschauen, weil es ist halt nicht viel dabei rausgekommen. Man sollte mal so eine Sendung machen, wenn man will, Problem, wo ja das Zusammenleben immer mit sich bringt, völlig egal, woher die lieben Leute kommen, kann man gerne diskutieren, man kann systemische Fehler diskutieren, kann man alles machen. Bitte ladet die SVP nicht ein, sie haben nichts zu sagen zu dem Thema. Hast du Ergänzungen? Soweit nicht, habe ich genug aufgeregt, danke. Verabschiedung und Outro. Schön, dass ihr dabei gewesen. Das war die Arena, die Woche produziert von der Christine Keller. Die Zusammenfassung, die könnt ihr morgen nachlesen. Entweder bei uns auf der SRF News App oder online auf srf.ch. Und in einer Woche geht es hier weiter mit den Abstimmungsarenas vor dem Abstimmungssonntag am 18. Juni. Erstes Thema dann, erste Sendung Covid-19-Gesetz. Und jetzt gibt es News vom Tag. Ich wünsche euch hier ganz gute Zeit und einen schönen Abend. Ja, es war eine zügige Sendung. Protestantische Arbeitsethik. Ein Switch heisst das. What he says. Ein Switch heisst das. Ich weiss nicht, ob es einen deutschen Ausdruck gibt für das. Dann nimmt er einfach einen alten Staubsauger. Ein alter Staubsauger stellt ihn an, stellt ihn bei sich aufs Balkon und lässt ihn einfach die ganze Zeit laufen. Und das ist natürlich eine unglaublich absurde Idee. Ich könnte doch nicht auf die Heim hocken und von der Füße glauben und dann wird ihnen das Geld in den Arsch hineinstoppen. Ich zahle nicht einmal für irgendwie ein Busabo richtig Geld, das finde ich auch übertrieben. Komm, wir winken, winken, wir kommen winken. Nothing fair to this issue. What he says. I cannot nothing fair to this issue. What he says. I cannot nothing fair. No, God! No, God, please, no! 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 Wunderbar, danke. Ja, einen möchte ich natürlich noch loswerden. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Man kann ein bisschen bei sich bleiben, denke ich. Und das wäre es wieder gewesen von der Metarena für den Moment. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, im Idealfall, inshallah, nächsten Dienstag wieder. Und ansonsten einfach YouTube-Kanal abonnieren, Glocke drücken, ihr werdet informiert, wenn das neue Video online ist. In der Zwischenzeit könnt ihr, wie immer, liken, sharen, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Und kommentieren, das könnt ihr machen direkt unter einem YouTube-Video oder aber ihr schreibt via Twitter, via Facebook, macht ein Mail an info@metarena.ch oder ihr schickt eine Sprachnachricht oder ein Video an 079 957 6447 via Signal, WhatsApp oder Viber. Und über diese
eben erwähnten Kanälen könnt ihr euch ja melden, wenn ihr euch da dazugesellen. Patrick zum Beispiel von der Arena und der Anti-Schwurbler-Demo wäre sicher interessant. Aber auch alle anderen herzlich eingeladen, einfach melden, dann könnt ihr da dazukommen und mit uns zusammen die Arena schauen und kommentieren. Bis dahin könnt ihr uns, wenn ihr mögt, auch einfach ein bisschen Geld schicken. Ich finde ihn wieder nicht, aber ja, da. Aber wer soll das alles zahlen? Ihr, im Idealfall. Und das könnt ihr schicken via paypal.me/metarena oder unter metarena.ch/support findet ihr die Bankverbindungen. Jawohl, das ist, glaube ich, alles gewesen. Jens, habe ich was verhangen? Denke nicht. Super Sache. In dem Fall eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.